Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Nach mittlerweile doch einigen, relativ planlosen Folgen, würde ich mal sagen, wo wir echt nur Unfug gemacht haben und nichts Produktives getan haben, habe ich mir mal wieder ein bisschen was vorgenommen. Und zwar, jetzt muss ich gleich mal schauen, das ist direkt beim Spielstart schon wieder irgendwas in die Luft geflogen, und zwar in Crown Falls. Das schauen wir uns gleich an. Ich würde an dieser Insel mal ein bisschen weiterschrauben, denn ich möchte tatsächlich insgesamt die Bevölkerung ein bisschen erhöhen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Wenn wir hier drüben mal in Crown Falls schauen, das ist jetzt auch mittlerweile echt schon überschaubar geworden mit der Arbeitskraft. Also wir haben natürlich noch Reserven, aber das kann nicht schaden, noch ein paar mehr Einwohner zu kriegen. Und generell finde ich das jetzt auch kein schlechtes Ziel, einfach insgesamt die Einwohnerzahl noch mal ein bisschen hochzudrehen. Jetzt ist mir auch gerade erst aufgefallen, dass ich hier noch nicht mal einen Pendlerkai gebaut habe. Das sollten wir also auf jeden Fall machen. Und dann schauen wir, dass wir die Insel noch ein bisschen weiter in Form bringen. Und so mittelfristig der Plan ist, ich würde ganz gerne, was auch in den Kommentaren mehrfach schon vorgeschlagen wurde, vielleicht mal einfach Arbeitskraft auszulagern. Also sprich, tatsächlich mal irgendeine Insel schnappen, und zum Beispiel hier drüben würde sich ja anbieten. Da haben wir noch recht viel Platz. Was haben wir denn hier auf der Insel? Paprika und Rind. Das ist also quasi die Gulaschinsel. Dass wir hier vielleicht mal nur Arbeiterarbeitskraft oder beziehungsweise Bauernarbeitskraft ansiedeln und dann vielleicht noch eine andere Insel besiedeln. Hier drüben zum Beispiel, hätten wir da noch Platz? Ja, würde schon auch irgendwie noch gehen. Und da halt auch entweder Arbeiter oder Bauern ansiedeln oder beides. Weil ich meine, die lassen sich leicht verpflegen, und das ist, finde ich, gar nicht so eine schlechte Idee, das mal ein bisschen auszulagern. Ich würde hier langfristig keine reine Investoreninsel draus machen. Das würde mir einfach nicht gefallen. Also mir gefällt schon die Bevölkerungsmischung, dass wir gerade hier so im Zentrum halt Investoren und Ingenieure versammelt haben und dann so in der Peripherie die unteren Klassen halt Arbeiter, Handwerker und ganz auf dem Land draußen dann die Bauern. Das finde ich schon ganz cool, aber insgesamt das so ein bisschen umstrukturieren. Die Idee gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Also schauen wir mal. Wird ja sicherlich auch noch ein bisschen was dazwischen kommen. Also Crown Falls. Hier ist was in die Luft geflogen. Zinkmine aufgrund von zu hoher Produktivität. Sieh mal eine an. Haben die wirklich so hohe Produktivität? Okay, ein Turbogenerator liefert Elektrizität. Und der Industriekapitän. Die laufen also, okay, kann man jetzt aktuell noch nicht erkennen, 100% und plus 100 durch die Elektrizität. Also die laufen halt auf 200. Okay, gut, da müssen die mit leben können. Machen wir uns nichts vor. Also, gut, vielleicht eins nach dem anderen. Erstmal den Pendlerkai, dass wir sozusagen die Arbeitskraft, die sich hier befindet, schon mal mit insgesamt Budget der Arbeitskraft quasi einfließen lassen. Das ist natürlich auch eine ganze Menge hier. Ingenieursarbeitskraft, habe ich da echt so viele Ingenieure, sind das? Bei den paar Häuschen? Das ist Ingenieursarbeitskraft. Ja, ja. Krass, so ein Riesenüberschuss produziert das. Schaut euch das an, das sind ja nicht viele Ingenieursgebäude. Die meisten sind jetzt eh schon auf Investorenstufe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 Ingenieursgebäude produzieren wirklich so viel Arbeitskraft, das ist ja krass. Und 300 davon sind beschäftigt. Okay, aber es fehlt tatsächlich der Pendlerkai, ne? Na gut, dann bauen wir den mal. Wo waren der nochmal einsortiert? Pendlerkai. Den klicken wir mal weg. Wo ist der Pendlerkai? Hier. Den setzen wir da mal hin. Aktivieren Sie den Hafen, um Arbeitskräfte zu teilen. Was ist das denn? Moment mal. Fehlt da vielleicht einfach noch der Straßenanschluss? Kann das sein? Ah, okay. Jetzt hat sich das hier geändert, ne? Okay, gut. Dann haben wir praktisch diese Insel hier an die Arbeitskraft angeschlossen. Dann der Kollege hat sowieso ein paar Bretter und Ziegel schon mal dabei. Damit sollten wir hier hoffentlich ein bisschen weitermachen können. Das ist nur die Frage, wie weit will ich das hier ausbauen? Ich muss die ja alle noch versorgt bekommen. Schauen wir nochmal rein. Bei den Ingenieuren. Es fehlen halt ein paar Dinge für die Zufriedenheit. Aber das würde ich jetzt mal außen vor lassen. Solange die Grundbedürfnisse gedeckt sind, ist das ja alles in Ordnung. Dampfwagen haben wir noch nicht mal freigeschalten, weil wir noch keine 5000 Investoren auf der Insel haben. Ja, dann bauen wir einfach noch ein bisschen weiter, würde ich mal sagen. Ich habe das ja eh alles schon mal so ein bisschen umgebaut, ne? Das sah ursprünglich alles ganz anders aus. Dann füllen wir vielleicht diesen Bereich mal noch ein bisschen voll auf. Lassen vielleicht so eine kleine Lücke um das Kraftwerk herum.
Einfach nur aus optischen Gründen, damit die Leute einfach nicht direkt am Kraftwerk wohnen müssen. Ne? Das will ja keiner. Und diese Viererblöcke, das hat sich eigentlich schon bewährt. Das gefällt mir ganz gut. Also wenn das dann Stadtgebäude sind, so in dem Stil. Und dann so ein Viererblock schaut eigentlich ganz nice aus. Dann bauen wir hier mal ein bisschen um. So, und natürlich das Ganze auch so gestalten, dass immer auch noch genügend Grünfläche irgendwie Platz hat. Hier vielleicht sogar mal so ein Sechserblock. Ne, gefällt mir auch nicht. Direkt an den Bahngleisen dran, das machen wir mal so. So, es wird schon wieder dunkel. Ich mache mal ein bisschen hell. Jetzt ist die Frage, wie weit werden wir das ganze Ding noch ausbauen? Hier drüben vielleicht noch in dem Bereich könnt ihr mir vorstellen, dass wir das hier noch ausbauen und den Rest halt tatsächlich grün, Parkanlagen, Naherholungsgebiet, irgendwie sowas in der Richtung. Also zu stark will ich die erstmal nicht besiedeln hier. So, wo haben wir die Häuschen? Da, Bauernhäuser. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und da müssen wir ja sowieso auch schauen, dass die brauchen ja auch noch diverse Versorgungsgebäude. Und der Kram muss ja auch noch irgendwo hin. Hier nochmal zwei, da nochmal zwei. Ja, fürs erste vielleicht erstmal so. Okay, dann dauert das, glaube ich, einen Moment, bis wir die hier aufwerten können, ne? Und möglicherweise muss ich hier sogar nochmal Arbeitskleidung und Fische rüberkarren. Ja, wobei, müsste eigentlich alles noch vorhanden sein. Ich glaube, der Marktplatz ist noch zu weit weg. Dann bauen wir hier direkt nochmal einen Marktplatz hin. Marktplatz ist hier einsortiert. Stellen wir den einfach mal hier drüben hin. Das kommt weg. So, dann müsste das schon mal alles hochgehen. Zufriedenheit. Da brauchen wir wahrscheinlich noch ein Wirtshaus, oder? Na, wir warten mal ab. Das ist jetzt eben mit relativ viel Wartezeit verbunden, bis wir das hier praktisch alles auf mindestens Ingenieurslevel bekommen. Wer ist er? Irgendein Koch. Ein legendärer Koch. Koch für Berühmtheiten. Das ist natürlich nicht so schlecht. Okay, lassen wir mal rein. Okay, wir können natürlich mal überlegen. Ah, ein bisschen Grünzeug kommt schon noch hin. Bisschen Dekokram und dann würde ich tatsächlich auch nochmal dazu übergehen und dann schauen wir uns direkt nochmal eine andere Insel an, die wir dann als nächstes erschließen werden. Okay, schauen wir mal, dass wir die Bereiche hier noch so ein bisschen aufgefüllt bekommen. Wir könnten natürlich auch noch ein paar kulturelle Geschichten hier hochziehen, so ist es ja nicht. Wobei da wird es fast schon ein bisschen eng, aber vielleicht noch irgendwie so einen botanischen Garten irgendwo hinquetschen. Was kostet mich denn der? Braucht er eigentlich mittlerweile wirklich zwingend eine Bushaltestelle? Doch eigentlich nicht, oder? Sollen wir noch einen botanischen Garten bauen? Ich meine, Einflusspunkte haben wir mehr als genug. Aber der wäre natürlich ein bisschen zentraler schon auch netter anzusehen. Ach, ich weiß nicht. Bin mir nicht so sicher mit dem botanischen Garten. Boah, ich bin echt gerade unschlüssig. Wir stellen ihn mal hin, oder? Und dann schauen wir sie uns einfach mal an. Zack, botanischer Garten. Ein paar Beete hinsetzen. Die kosten ja eh nur Einfluss, ne? Und dann müssen wir uns halt Items besorgen. Naja, vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Ein bisschen Platz zur Eisenbahn lassen. Ja. Da könnte man so ein Pavillon bauen. Und hier gibt es diese... Ach, die ganzen Pfadornamente sind hier auch noch mit drin. Okay. Und was kosten mich die Baukosten? Das kostet ja nur Geld. Und sonst nichts. Könnte man natürlich das Ganze hier ein bisschen bunter gestalten. Und diesen ganzen botanischen Garten einfach mal einrahmen. Das machen wir jetzt einfach mal. Lass uns mal kurz auf uns wirken. Und dann schauen wir mal. So. Von allen Farbgebungen hier so ein bisschen was reinschmeißen. Ja. Okay. Die verbinden sich halt auch immer mit diesem Faden ganz nett so, ne? Wenn man die aneinander setzt. Gefällt mir eigentlich ganz gut.
Den weißen hat man noch gar nicht. So, kriegen wir das hier noch bündig irgendwie hin. Vielleicht nochmal hier so eine Formschnittallee. Ja, gut. Jetzt fehlen uns natürlich hier diese ganzen Dinger, die Items. Aber die kriegen wir schon noch. Ich überlege gerade, also, okay. Man könnte natürlich rein theoretisch diesen botanischen Garten auch komplett ohne diese Beete bauen. Und nur diese Parkelemente setzen. Aber die habe ich ja auch so zur Verfügung. Also es macht eigentlich relativ wenig Sinn. Okay, um das jetzt mal schnell irgendwie noch nett hochzuziehen, würde ich mal sagen, füllen wir den Rest noch kurz mit ein paar Bäumen auf. Was haben wir denn da so zur Auswahl? So ein bisschen Wildwuchs hätte ich ja noch gerne mit dabei. So Laubbäume vielleicht. Ziehen wir da einmal so ein bisschen was außen rum. Quasi so als kleine Begrenzung. Warum ist hier eigentlich noch ein Weg? Lassen wir mal drin, das ist dann einfach so ein, keine Ahnung, Fahrrad- und Wanderweg, der zum Strand führt. Vielleicht muss ich den Strand ja auch noch irgendwie erschließen oder möchte ich erschließen, schauen wir mal. So. Naja. Ah, hat zumindest ein bisschen was Buntes mit drin, ne? So schlecht finde ich das gar nicht. Dann hier die grüne Wiese würde ich ganz gerne noch ein bisschen umgestalten. Können wir inzwischen vielleicht sogar schon... Ah, wir können. Sehr gut. Wir können ausbauen. Und jetzt fehlt wahrscheinlich irgendwie... Bretter fehlen. Okay, die holen wir schnell in der Zwischenzeit schon mal. Da ist doch hier noch irgendwo ein Luftschiff frei. Wo haben wir es denn? Gammelt hier irgendwo vor sich hin. Haben wir genügend Bretter? Ich würde sagen, ja. Das sollte ausreichen für den Anfang. Dann schaffen wir das mal hier rüber. Dann werden wir für die nächste Ausbaustufe wahrscheinlich noch Fenster und Stahlbeton und sowas brauchen, glaube ich. So. Dann tauchen wir hier nochmal ein. Okay, rund um das Kraftwerk könnte man natürlich hier nochmal ein paar von den industriellen Ornamenten verteilen. Die sind ja eigentlich auch ganz cool. Schauen wir mal. Hier so ein bisschen was Lagerartiges darstellen. Ein paar Tanks dazu schmeißen. So ein Schuppen hier. Wasserturm für die Züge. Vielleicht nochmal Schuppen. Da werden Stahlbarren aufgestellt. Das ist halt schon auch echt ein nettes Bauwerk, ne? Müssen wir auch noch irgendwie integrieren. Bauen wir hier mal mit hin. Was haben wir sonst noch so alles? Frachtcontainer. Die sind recht groß. Die platzieren wir hier. Und ein Frachtstapel, der ist zu groß. Ein bisschen was Kleineres, um hier die Lücken zu füllen. Und den Rest machen wir hier einfach mit Betonboden voll. So, ich brauche nochmal Licht. So. Okay. Gut, passt, also passt natürlich jetzt thematisch nicht so ganz zusammen. Hier diese Industriekram, grau in grau und dann direkt der botanische Garten daneben. Aber okay, Gegensätze ziehen sich an oder so ähnlich. Passt schon. So, hier nochmal ein bisschen Grünzeug. Hier hätte ich es ganz gerne noch ein bisschen netter. Da schauen wir mal kurz bei den Handwerkern nach, was die noch so am Start haben. Oder wir nehmen gleich nochmal so Pfadornamente. Ah ja, da bauen wir hier nochmal einen hin. Dann hier irgendwas mit was Netten im Zentrum. Ein Springbrunnen wäre mir ganz recht. Haben wir bei den Touris irgendwie einen Springbrunnen dabei? Ne, ich glaube nicht. Wo sind denn die Springbrunnen einsortiert? Dame, ein Springbrunnenplatz. Okay, der passt hier nicht rein wegen Symmetriefehler. Das geht natürlich nicht. Es gibt auf jeden Fall einen Springbrunnenplatz in der entsprechenden Größe. Oder wir machen es ein bisschen anders. Mache ich gerade. Das ist der hier. Ah, wir bauen nochmal so ein bisschen was Kanalmäßiges. Die finde ich nämlich auch ganz cool, ehrlich gesagt. So. Ach, die baut er mir immer so. Ah, okay. Also, das ist nicht wie bei den Zäunen, dass man die einfach ziehen kann, sondern die muss man wirklich aus einzelnen Elementen zusammendengeln. Machen wir aber trotzdem, weil das einfach nett aussieht. Und zwar folgendermaßen. Das sind die Zugänge praktisch in den Park. Dann brauchen wir hier Eckelemente. Ich
Ich sollte diese kleinen Kanäle wirklich öfter nutzen. Das ist ein schönes dekoratives Element. So, und jetzt bauen wir noch irgendwas mitten rein hier. Ja, dann nehmen wir halt den. Ah, der passt auch nicht. Geht auch nicht. Ich brauche irgendein 2 auf 2 Dingens hier. Ah, okay, perfekt. Genau, das wollte ich hier. Und außenrum vielleicht hier einfach so Wege ziehen. Geht das? Ja. Ah, passt schon. Das passt. Das ist ganz nett anzusehen. So, dann haben wir hier noch ein paar so Lücken. Da hätte ich auch noch ganz gerne irgendwas Buntes. Können wir auch nochmal so einen hinstellen hier. So ein Heckenlabyrinth vielleicht? Geht das hier rein? Na? Ja. Das geht in Ordnung. Dann, wo sind nochmal diese Stadtbäume einsortiert? Irgendwann lerne ich das noch. So, ab Folge 400 könnt ihr damit rechnen, dass ich auswendig weiß, wo die Sachen einsortiert sind. Nope, bei den Gelehrten sowieso nicht. Bei den Touristen könnte sogar sein. Ah, da haben wir die Dinger hier, die Kirschbäume. Die sehen ja auch ganz cool aus. Farbfroh, farbenfroh. Ja, das geht in Ordnung. Und hier nochmal eine Reihe. Und ein bisschen Beet dazu. Geht klar, geht klar. Dann ziehen wir hier nochmal eine Straße durch. Ich werde angegriffen. Allen Ernstes, ich vermute mal, die Piratin hat sich mal wieder in ihre ehemalige Heimat zurückverirrt. Werden wir uns gleich anschauen. Ja, lange lebe die Piraterie. Den Rest füllen wir hier mit Blumenbeeten auf. Hier auch nochmal ein paar Beete. Dann hätten wir hier nochmal Platz für irgendwas 3 auf 3. Und dann schauen wir gleich mal nach der Piratin. Aber die ist wahrscheinlich bis dahin ist die schon wieder, bis ich jetzt hier irgendwas Passendes gefunden habe, ist die Piratin schon wieder tot. Die hält ja immer nicht so lange durch, die gute. Bank mit Wiese, Statue mit Zaun, Statue. Oh, passt genau rein. Sehr schön. Gleich viel freundlicher, oder? Ja, wird schon, wird schon. So, okay, kurzer Break. Schauen wir kurz hier rüber. Ja, ist so gut wie erledigt. Mörser, Artilleriebeschuss, Feuer frei. Chancenlos. Und das war schon wieder. Ja, also 2 Schiffe reichen auch locker auf, wenn man die hier locker aus, wenn man die hier aufstellt und wenn solange die Selbstreparatur auch noch mit an Bord haben, ist das alles kein Problem. Okay, wir springen zurück nach Blankenese und laden hier mal aus. Dann schauen wir mal, dass wir die Bauernhäuser noch aufgewertet bekommen, weil ich ja auch den ganzen Kram nicht nachliefere, weil ich das ja für die oberen Schichten nicht benötige. Deswegen sollte ich schauen, dass ich die so schnell wie möglich aufwerte. So, hier können wir auch schon die Arbeiterbuden aufrüsten. Das füllt sich jetzt alles. Okay, sehr gut. Ah, da fehlen ja auch noch ein paar. Moment, wieso kann ich die nicht aufwerten? Ah, Marktplatz ist wieder zu weit weg. Die mit den scheiß Marktplätzen. Die kann ich ja dann eh wieder ab einer gewissen Bevölkerungsstufe wegreißen. Dann setzen wir ihnen halt hier mal schnell einen Marktplatz hin. So, da habt ihr einen scheiß Marktplatz. Ach, Bäume im Weg. Ja, aus irgendeinem Grund muss ich jetzt hier noch diese Straße außenrum ziehen. Sonst ist mir das ein Dorn im Auge. Es geht aber nicht anders. Zack, zack, zack. So. Alle zufrieden? Jo. Können wir ausbauen? Jo. Bis auf einen. Was fehlt dem? Da fehlt noch ein Einwohner. Go, go, go. Oh, es dauert wieder. Ich mach nochmal Licht. So. Okay. Dann sollte ich in weiser Voraussicht, hier braucht man dann für den Ausbau auf jeden Fall nochmal hier Stahlträger. Den schicken wir gleich mal los, den Heini hier. Der kann hier hinten Stahlträger abholen. Da haben wir immer genügend einlagern. Okay. Dann. Würde ich sagen, dekorieren wir hier auch noch auf die Schnelle ein bisschen was hin. Und zwar die grüne Fläche hier gefällt mir nicht. Da muss noch irgendwas entstehen. Macht der Weg hier eigentlich irgendeinen Sinn? Ne, okay. Also irgendwie so ein paar Feldwege zu haben, finde ich eigentlich schon ganz nice. Für die Naherholungsgebiete. Sollen wir das hier außenrum vielleicht der Einfachheit halber mit diesen Gärten ausdekorieren? Vielleicht mal einfarbig?
Also echt praktisch, dass die einfach nur Geld kosten, ne? Gelb-Blau machen wir hier mal die Mischung. So, dann das hier sind halt so Spazierwege einfach, die wir uns hier noch reinziehen, ne? Damit man hier mal zum Aussichtspunkt kommt, hier drüben zum Beispiel bei den Klippen. Dann gibt es hier vielleicht noch einen kleinen netten Wanderweg hier an dem Hochufer entlang, der dann hier unten wieder irgendwo reinführt. So zum Beispiel. Und hier drüben will ich das ähnlich machen. Und hier verläuft sich das dann so ein bisschen. Könnte man dann sogar noch weitergehen und zum Beispiel auch hier mal so ein bisschen außerhalb, hier mit schönem Ausblick zum Beispiel, vielleicht nochmal ein Restaurant hinstellen oder sowas in der Richtung. Finde ich auch gar nicht so eine schlechte Idee. Ah, ziehen wir uns noch ein paar von diesen Gärten hoch. Hätte ich es denn gerne? Okay. Machen wir das mal so. Und okay. Jetzt wird es halt nichts mehr mit der Symmetrie, aber ist dann auch nicht so wichtig. Das hat er nicht gesagt. So. Ja, wird er schon ansehnlicher, oder? Jetzt ziehen wir uns noch ein paar Reihen Bäume hoch. Und da auch eher nicht so diese gepflegten Stadtbäume, sondern irgendwie hier so Laubbäume und so ein Kram. Hier müssen wir uns fast noch ein bisschen was Netteres überlegen. Dann machen wir hier ein bisschen Grünzeug. Lassen uns aber hier noch ein bisschen Platz. Die gefällt mir noch nicht so ganz. Vielleicht noch ein bisschen symmetrischer hier das Ganze. Mit dem Kanal außenrum ist auf jeden Fall sehr nice. Das kann man sich schön ansehen. Aber vielleicht sogar ein bisschen was Touristisches so. Hier nochmal hinbauen. Nee, nee, nee. Eher ein bisschen was Prächtigeres. Stadtmauer haben wir da schon. Was haben die Ingenieure noch so zu bieten? Machen wir hier nochmal ein bisschen mehr Platz. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, wird auch nicht perfekt, aber egal. Und das werden wir natürlich gleich noch ein bisschen per Spaziergang unter die Lupe nehmen. Gedenkstätten. Jetzt hätte ich gerne noch irgendwas 3 auf 3 von der Größe her hier. Wie groß sind die Dinger nochmal? Ah ja, Statue mit Wiesen, Heckenkreuz. Habe ich das überhaupt schon mal verbaut? Keine Ahnung. Statue mit Weg. Statue mit Zaun. Nehmen wir den. Okay. Dann Feinschliff. Wo waren nochmal die Beete einsortiert? Beete, Beete, Beete. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Blumenbeet. Ah, Bastelfehler. So. Und hier. Den lassen wir rein. Ach, wissen wir was? Den Rest betonieren wir hier einfach. Ah, eigentlich auch ganz nett, wie sich dann die Struktur ergibt. Kommt auch noch ein bisschen Beton hin. Okay, sieht gar nicht so schlecht aus. Was mir aber allerdings noch massives Dorn im Auge ist. Da machen wir auch gleich Feierabend. Keine Sorge, ich lasse es nicht zu sehr ausarten. Hier den Kanal noch vervollständigen und den Rest vielleicht tatsächlich erstmal aufforsten. Dann können wir zu einem späteren Zeitpunkt noch irgendwas anderes hinbauen. Aber auf jeden Fall noch mal ein paar mehr Bäume. Schade, dass man die nicht einfach manuell mischen kann. Also, dass man sagt, ich nehme jetzt 30% von dem, 30% von dem, 30% von dem und pinsel das dann auf. Bisschen ärgerlich, aber okay. Machen einfach mal hier so einen fetten Wald. Hier. War gar nicht so schlecht. Ja, nochmal ein bisschen anderen Baumtyp hier, so Zitterpappeln vielleicht nochmal. Und.
war denn diese Wiese? Dann machen wir einfach noch ein bisschen Liegewiese dazu hier. Gras. Sieht das eigentlich anders aus als stinknormale Boden? Ja, okay, ist ein bisschen gepflegter, oder? Glaube ich. Möglicherweise. Bin mir nicht ganz sicher. Okay. Dann hier nochmal ein bisschen Wiese. Den Weg vielleicht noch so ein bisschen vervollständigen. Da nochmal ein bisschen was Buntes. Blumenbeete. Laubbäume dazu. Damit füllen wir jetzt einfach hier noch die restlichen Lücken auf. So. Hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Und so kann man es dann, glaube ich, erstmal stehen lassen. So, dann hat nämlich hier diese... die Investoreninsel Blankenese... haben wir ein kleines Facelift bekommen und dann fangen wir in der nächsten Folge halt mit dieser anderen Insel an. Arbeiterbauern. So ein sozialistisches Paradies oder sowas in der Richtung. Okay, shit, jetzt habe ich noch irgendwas vergessen. Oder? Ah, genau, ich wollte nochmal schauen. Kann ich jetzt aufwerten hier? Na? Okay. Ja, sehr gut. So, jetzt fehlen zum Aufwerten. Bretter. Okay, gut. Werde ich besorgen. Bis zur nächsten Folge, damit wir hier den Rest noch vervollständigen können. Wir drehen nochmal eine ganz kleine Runde abschließend. So. Stimmt, da haben wir uns die Upgrade-Version auch noch nicht angeschaut. Ist ja ein bisschen grüner geworden zumindest hier, ne? Und ich finde es eigentlich ganz ansprechend mittlerweile. Ja, mit dieser ganzen Konstruktion hier. Sitzgelegenheiten hier, jede Menge schattenspendende Bäume. Springbrunnen. An heißen Sommertagen ist das, glaube ich, sehr begehrt hier, die ganze Geschichte. Schön kühl. Die Landeier bekommen sowas sonst nie zu sehen. So, ich komme hier raus. Da. Ah, es regnet. Es regnet. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Was hat er gesagt? Ah, ich glaube, die Forschung ist gerade fertig geworden. Ja, war irgendwie die Rede von einer bedeutenden Entdeckung. Hm? Das hatten wir eh alles schon. Dann laufen wir nochmal kurz darüber, quasi dort, wo wir neu gebaut haben. Spazieren hier mal durch die prächtigen Gärten durch. Wo waren die nochmal? Hier vorne. Gut, stehen natürlich schon sehr in Reihe und Glied, die Bäume, aber finde ich eigentlich ganz cool. Weil auf so einer Insel würde man ja erwarten, dass das alles wirklich super gepflegt ist. Cool. Tut, tut. Nice. So, jetzt haben wir hier diese Prachtgärten. Ich mache fast nochmal Licht, oder? Damit man es auch ein bisschen sieht. So, zack. Und schwupp. Mhm. Lädt doch zum Flanieren ein, nicht wahr? Ich finde schon. Ah, der Weihnachtsmann mit seinem verdammten Quest. Ach ja, stimmt. Ich habe ja, warum laufe ich denn eigentlich? So. Da ist ein Neubaugebiet. Übers Wasser kommt man nicht drüber, ne? Nee. Unsichtbare Barriere. Auch sehr hübsch. Schade, dass man nicht schwimmen kann. Das wird die Sache noch abrunden. Naja, gut. Und den ganzen Kram werden wir halt dann noch aufwerten schnell in der nächsten Folge. Ich trage schnell die Sachen zusammen, die wir benötigen. Und dann haben wir hier auch nochmal zumindest Ingenieure, würde ich sagen. Ach, und Items brauchen wir natürlich noch. Ja, ja, Items brauchen wir natürlich noch. Wäre natürlich auch noch so eine kleine, also ein Nebenziel, was man sich selber setzen könnte. Auch einfach die Attraktivität der Insel nochmal ordentlich zu steigern. Einfach mit Hilfe von, also einfach den botanischen Garten auffüllen. Hm. Hier ist dieser Mini-Park. Okay, gut. Das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ups, oh, da, da. Ja, ja, deutlich, deutlich ansprechender als vorher.